die augenblicklich höchste Leistungsfähigkeit der Luftbrücke festzustellen, unternahm das alliierte Luftbrückenkommando einen 24-stündigen Rekordeinsatz. Auf den Berliner Flugplätzen Tempelhof, Gatow und Tegel herrschte pausenloser Rekordbetrieb. In Abständen von rund 1,5 Minuten landeten die Flugzeuge. Mit Staunen sahen die an Überraschungen gewohnten Berliner diese bisher einzig dastehende Leistung in der Geschichte der Luftfahrt. In einer ununterbrochenen Kette von 1344 Flügen wurden 10.000 Tonnen Versorgungsgüter nach Berlin gebracht. Auf dem Rückflug wurden Berliner Exportwaren für die Westzonen mitgeführt. General Klee erklärte, der neue Luftbrückenrekord habe bewiesen, dass Berlin auf dem Luftwege mit wenigen zusätzlichen Flugzeugen ebenso versorgt werden könne wie vor der Blockade. Nach monatelangen Verhandlungen des Parlamentarischen Rates wurde in Frankfurt eine vollständige Einigung über das Grundgesetz der künftigen westdeutschen Verfassung erzielt. In einer 5-stündigen Sitzung wurden in allen strittigen Punkten zwischen den westdeutschen Parteien, den Länderchefs der Trizone wie auch den drei westlichen Militärgouverneuren Zugeständnisse und Klärungen erreicht. Laut General Klee wird erwartet, dass das Grundgesetz am 15. Mai in Kraft tritt. Die Wahlen zur Bundesrepublik Deutschland, so wird der künftige deutsche Staat heißen, sollen im Juli stattfinden. General Robertson nannte die Frankfurter Konferenz und die dort erzielte Einigung einen historischen Tag. Clement Attlee, der britische Ministerpräsident, besuchte Berlin. Zu seinem Empfang auf dem Flugplatz Gatow waren hohe britische und deutsche Persönlichkeiten erschienen, an ihrer Spitze General Robertson, der britische Militärgouverneur von Deutschland. Im Hause des Gouverneurs empfing der Premierminister, Oberbürgermeister Reuter und die Führer der demokratischen Parteien Berlins. Reuter sagte: Die Tatsache, dass Sie zu uns gekommen sind, ist für uns alle eine große Ermutigung und wir bitten Sie, nach England die Überzeugung mitzunehmen, dass die Bevölkerung von Berlin wie bisher für ihre freiheitlichen Ideale einstehen wird. Neben politischen Besprechungen galt Attlees Besuch vor allem der Besichtigung der alliierten Luftstützpunkte und insbesondere der Einrichtungen der Luftbrücke in Berlin. Auf dem britischen Flugplatz Gatow war der Ministerpräsident Zeuge der reibungslosen Versorgung des blockierten Berlin, auch bei schlechtem Wetter. General Clay, der amerikanische Militärgouverneur, begleitete den englischen Staatsmann bei der Besichtigung des amerikanischen Flughafens Tempelhof. Im Hause des britischen Stadtkommandanten General Bourne traf Attlee mit General Garneval und General Hawley, dem französischen und dem amerikanischen Stadtkommandanten, zusammen. Präsident Herbert Morrison, der stellvertretende britische Ministerpräsident, traf in Berlin ein. General Robertson, der britische Militärgouverneur für Deutschland, und Oberbürgermeister Reuter begrüßten den hohen britischen Regierungsvertreter. In einer Aussprache im Gebäude des Berliner Westmagistrats lobte der Lordpräsident die vorbildliche Haltung der Berliner Bevölkerung. Dann äußerte er sich zur Luftbrücke, ihrer Mission und ihrer Leistung. The airlift has brought a lot to Berlin. It has brought sustenance through the winter. It has also brought genuine and practical evidence of support and sympathy in your efforts to maintain your own democratic freedom. Dann trug sich der britische Regierungsvertreter in das goldene Buch der Stadt Berlin ein. In der britischen Zone traf Lord Präsident Morrison in verschiedenen Städten mit deutschen Wirtschaftlern und Politikern zusammen. Ein umfangreiches Programm, das zur Vertiefung seiner Kenntnisse über Deutschland dienen sollte,
führte ihn auch in Stahlwerke des Ruhrgebietes. Umfangreiche wirtschaftliche Hilfe für die vom Kriege zerstörten Länder Europas. Das war das Ziel des großzügigen Hilfsprogramms, das vor einem Jahr vom amerikanischen Kongress angenommen wurde. Es ist heute unter dem Namen Marshallplan einer der entscheidenden Wirtschaftsfaktoren Europas. Über 5 Milliarden Dollar betrug die Gesamtsumme für alle beteiligten Länder im ersten Jahr. Für Westdeutschland brachte dieses Jahr eine starke, überall wahrnehmbare wirtschaftliche Erholung und Ankurbelung. Alle unterstützten Länder richteten Botschaften und Dankadressen an die amerikanische Regierung und das amerikanische Volk. Der Beauftragte für den Marshallplan in Deutschland, Mr. Collison, dankte seinerseits den Gewerkschaften der Trizone für ihre Mitarbeit bei der Durchführung dieses Hilfsprogramms. Mr. Collison erklärte ferner, dass die Lieferungen von Rohmaterialien und Halbfertigfabrikaten an Deutschland beschleunigt fortgesetzt werden, damit das Exportziel des nächsten EAP-Jahres erreicht werden kann. Nach eingehenden Beratungen genehmigte der amerikanische Kongress für die nächsten 15 Monate der Europahilfe wiederum einen Betrag von über 5 Milliarden Dollar. Im Nürnberger Gerichtsgebäude fand der letzte Prozess gegen Verbrechen im Dritten Reich seinen Abschluss. 21 Diplomaten Hitlers hatten sich in dem sogenannten Wilhelmstraßenprozess vor dem amerikanischen Militärtribunal zu verantworten. Das Gericht erkannte 19 der Angeklagten als Befehlsgeber zu verschiedenen Verbrechen für schuldig. Staatssekretär Ernst von Weizsäcker hört sein Urteil. 7 Jahre Gefängnis. Chef der Auslandsorganisation der NSDAP, Gauleiter Bohle, erhielt 5 Jahre Gefängnis. Der frühere Reichsfinanzminister Graf Schwerin von Krosigk, 10 Jahre. Der frühere Chef der Reichskanzlei, Dr. Hans Lammers, wurde in allen Anklagepunkten für schuldig befunden und zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Der ehemalige Reichsernährungsminister Walter Daré erhielt 7 Jahre Gefängnis. Ebenfalls der frühere Reichspressechef Dr. Dietrich. Die höchste Strafe von 25 Jahren Gefängnis verhängte das Gericht über SS-Obergruppenführer Berger, Leiter des SS-Hauptamtes. In der Urteilsverkündung erklärte das Gericht, dass die während des Prozesses beleuchteten Vorgänge der Hitlerzeit eine Chronik der Schande und Erniedrigung darstellten.